Hallo liebe Fotofreunde, was ist eigentlich das Besondere am Fujiversum, sprich an der Fotografie mit Fujifilm-Kameras, Systemkameras? Nun, die Kameras sind relativ klein, sie sind sehr leicht, es sind APS-C-Sensoren, sie können eigentlich all das, was auch Kameras anderer Hersteller können, aber die Besonderheit ist, dass man die RAW-Fotos von den Fujifilm-Kameras in JPEG-Dateien konvertieren kann. Und die schauen dann aus wie uralte analoge Filme von Fujifilm. Zum Beispiel Velvia, Astia, Provia, das sind Filme, die Fujifilm früher entwickelt hat und produziert hat, und man hatte dadurch auch gleich immer gewusst, mit welchem Film wurde dieses Foto fotografiert. Und nachdem wir jetzt ja mit den Kameras nicht nur fotografieren, sondern auch filmen, ist dieses Kolorieren, also das Colorizen, irgendwie modern geworden. Das Ganze kommt eigentlich von Hollywood, vom Kinofilm. Und das machen jetzt die Fotografen immer öfter und immer mehr. Das heißt, früher hat man versucht, den Weißabgleich so einzustellen, dass Weiß immer Weiß ist und die Farben alle echt sind. Also farbechte Fotos sollte man haben. Und heute ist es eher umgekehrt. Man stellt den Weißabgleich falsch ein, um falsche Farben zu produzieren. Und so ähnlich funktioniert das eben bei der Konvertierung von RAW-Fotos einer Fujifilm-Systemkamera zu JPEG-Dateien am Computer. Dazu gibt es eine Software, die Fujifilm X-RAW Studio Software. Das ist ein RAW-Konverter und die kostet nichts. Die kannst du suchen über Google und dann hast du sie auch gleich gefunden auf den Seiten von Fujifilm. Diese gibt es für Windows genauso wie für Macintosh und damit kann man sehr rationell fotografieren und die fotografische Arbeit wirklich effizient gestalten. Das schauen wir uns heute an. Wenn die Software installiert ist, wird sie gestartet und dann muss man eigentlich die Kamera über USB-C-Kabel mit dem Computer verbinden und erst wenn man die Kamera eingeschalten hat, wird sie dann von der Software erkannt. Wichtig ist auch noch, dass man im Menü bei der Kommunikation zur Kamera einstellt, dass man jetzt mit RAW-Konvertierung über USB-C-Kabel die RAW-Fotos konvertieren möchte, weil das USB-C-Kabel auch für andere Zwecke genutzt werden könnte, zum Beispiel Bild-Settering. Wir wollen aber jetzt konvertieren und das schauen wir uns direkt in der Software an. Wenn die Fujifilm X-RAW Studio Software gestartet wurde und die Kamera schon über USB-C-Kabel mit dem Computer verbunden ist, sehen wir links oben, dass die Kamera Fujifilm XS10 in diesem Fall schon eingeschalten ist, weil die Software arbeitet mit dem Prozessor der Kamera. Also nicht der Prozessor des Computers wird hier quasi die Arbeit verrichten, sondern der Prozessor der Kamera. Deshalb wird auch immer notwendig sein, dass deine Kamera eingeschalten ist und verbunden ist. Wenn du zum Beispiel zwei oder drei verschiedene Fuji-Kameras hast, dann gilt das nur für die eine Kamera, die angeschlossen ist. Ich habe die Files natürlich schon in einen Ordner gestellt. Links oben siehst du hier Aspern Fuji RAW vom 2. August 2023. Das sind all diese Bilder drinnen. Darunter haben wir dann von dem Bild, das ich momentan markiert habe, das Histogramm. Wenn ich woanders klicke, dann wird das Histogramm eines anderen Bildes angezeigt. Und
Die Histogramme sind natürlich hier genauso wichtig wie direkt am Display der Kamera. Hier haben wir einfach die Verteilung der drei Grundfarben und der Helligkeitswerte. Man sieht hier ganz genau das Rot-Grün-Blau und natürlich das Schwarz bzw. Weiß ist die Helligkeit, wie sie verteilt ist im Bild. Darunter haben wir dann natürlich die ganzen Daten, die ausgelesen worden sind aus diesem Foto. Also wir haben hier alle Daten, auch bezüglich der Filmsimulation, die verwendet wurde. Wir haben hier fotografiert mit der Kamera XS10 Version 3.01 von der Firmware. Es wurde als RAW gespeichert, es ist unkomprimiert. Das Bild hat 14 Bit Tiefe im sRGB-Raum und so weiter und so fort. Das kann man alles auslesen. Hier haben wir dann Provia angezeigt. Da wurde aber dann nichts mehr in der Kamera verändert. Also Farbe, Schärfe, Tonlichter und Schatten sind nicht verändert worden. Das kann man also jetzt im Nachhinein verändern. Und ich zeige euch das ganz einfach, wie ich das gemacht habe, um dann in späterer Folge Benutzerprofile rechts oben und auch in der Kamera dann diese Profile gespeichert zu haben. Ich bleibe jetzt bei diesem Bild mit dieser Pizzeria und wir wollen jetzt einmal hier etwas verändern. Wir werden von Provia auf ProNex Standard gehen. Da weiß ich, dass man sofort auch einen Unterschied merkt. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen auch die Farben verändern, zum Beispiel auf Farben schwach zeigen und den Weißabgleich verändern von zum Beispiel bewölkt auf Auto-Weiß-Priorität, dann gehe ich her und sage, okay, ich möchte die Lichter verändern, möchte hier -1,5 für die hellen Bereiche des Fotos und beim Schatten auch -1,5. Um hier mehr Zeichnung bei der Fassade der Pizzeria zu sehen. Aber natürlich könnte ich auch hergehen und sagen, okay, ich möchte hier ein monochromes Bild daraus machen. Verwende hier das Schwarz-Weiß und könnte jetzt auch, so wie früher in der Analogfotografie, bei Schwarz-Weiß-Fotografie, einen Filter definieren, nämlich einen Rotfilter, um die Kontraste noch stärker zu zeichnen. Wie sieht das aus, wenn ich einen Grünfilter nehme? Wie wird sich hier das Gelb vom Farb verändern? Auch hier eine leichte Veränderung. Ja. Dann könnte man noch hergehen und sagen, okay, wir wollen weniger Schärfe, weil die Fujifilm-Kameras sowieso die JPEG sehr scharf zeichnen. Aber dafür möchte ich die Klarheit auf +2 erhöhen. Da wirkt das Bild schärfer, obwohl wir Schärfe weggenommen haben. Und das gefällt mir recht gut. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann sagen, okay, dieses Foto gefällt mir genau so. Und ich möchte das jetzt konvertieren auf ein JPEG-Format. Oder ich gehe her und sage, ich habe mir das jetzt so eingestellt und das soll jetzt für Steuerungstaste halten. Dieses
und auch dieses Bild gelten. Und wenn ich jetzt auf Rohkonvertierung klicke, haben wir alle drei Bilder sofort in JPEG-Formate konvertiert und die werden mir auch gleich daneben angezeigt. Das ist quasi dann so wie eine Batch-Konvertierung. Wir haben jetzt das RAF 166 und das JPEG 166. Weiters haben wir das 167er RAF und das 168er RAF und da haben wir jetzt auch eine JPEG-Version daneben. Also, das ist eigentlich ein rationelles Arbeiten im Nachhinein. Das heißt, wenn wir nur mit RAW speichern und fotografieren, können wir im Nachhinein dann in der Fuji-Software hier das umstellen und haben dann die Möglichkeit, solange wir wollen, die JPEGs noch zu verändern. Oder wir wollen rationeller arbeiten schon beim Fotografieren und wir speichern gar keine RAW-Bilder mehr, sondern nur mehr JPEGs. In dem Fall habe ich eben diese vier fixfertigen Looks, da habe ich dann Schwarz-Weiß, das ist BW bei mir. Dann haben wir hier Creamy. Creamy ist ein bisschen so pastellig, der ganze Ton. Dann haben wir hier Lively, eine lebendige Farbe. Ist natürlich bei Sonnenschein eine Möglichkeit. Oder ich möchte das Ganze naturally, also natürlich halten. Das sind also meine vier gespeicherten Looks oder Simulationen. Dieses naturally habe ich genommen für Porträts bei Sonnenschein, dass man hier auch ein bisschen pastellig werden kann, wenn es in der Mittagssonne ein Porträt sein soll. Ja, also diese Software kann mir die Arbeit als Fotograf ziemlich rationalisieren. Und wenn es dir heute gefallen hat, dann gibst du mir den Daumen nach oben, abonnierst unten, damit du in Zukunft nichts mehr versäumst. Auf meiner Homepage mitzarowski.com findest du auch Videoerklärungen, die du dir kaufen kannst. Das sind längere Videos über die Fotografie. Und vielleicht findest du auch dort ein Thema, das genau deine Fotografie noch weiterbringt und professionalisiert.